Ich finde das natürlich eine großartige Idee, weil es im Grunde in der christlichen Tradition liegt, zu vererben und auch Dinge zu vererben, Geld zu vererben für die Kirche. Und ich finde, wir müssen bei dem Thema auch gar nicht so zurückhaltend sein, weil es immer auch ein gutes Gespräch über Leben und Tod gibt. Also ich finde schon, dass es ein einfaches Thema ist, weil wir alle sterben werden. Nur es gibt ein großes Tabu und eine große Angst davor, darüber zu reden. Meine Erfahrung ist, wenn Menschen vorher mit ihrer Familie, mit Freunden darüber gesprochen haben und sich selbst auch gefragt haben, wenn ich sterbe, wie will ich beerdigt werden, brauche ich eine Patientenverfügung, was wird aus meinen Dingen, die ich habe, dass es dann wesentlich leichter für alle ist.